Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich war jetzt eine Zeit lang weg, habt ihr auch schon mitbekommen, habe ich auch im letzten spontanen Video ein bisschen erklärt, wieso. Ja, es gibt Neuigkeiten, ich habe eine neue Kamera, mit der filme ich heute das erste Mal, die Sony A7. Ziemlich nettes Gerät, also ich habe auch ein paar Testaufnahmen, die ich euch jetzt ganz kurz einspiele. Ja, richtig cool, finde ich geil, macht wieder Spaß. Und ich denke mir so, mit dieser Kamera, das ist einfach ein riesen Qualitätsunterschied. Und da kann man dann in Zukunft wirklich ein paar Projekte anstreben, die ich schon lange vorhatte, wo ich mir gedacht habe, nein, mit der Kamera, die Qualität, wo ich einfach keinen Bock drauf hatte. Und ja, was rede ich jetzt lange rum? Worum geht's heute? Ja, heute kommt eine neue Folge Facttime und dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich würde sagen, wir fangen mit einem ziemlich krassen Fakt an. Und zwar in Mumbai ist die Luft so verschmutzt, dass man, wenn man einen Tag da verbringt, ungefähr so viel Rauch zu sich nimmt, wie wenn man 2,9 Zigaretten raucht am Tag. Elefanten, Delfine, Affen und Wale sind die einzigen Tiere, die bewusst Selbstmord betreiben können. Anfangs ist jeder Mensch eine Frau, denn das Y-Chromosom bildet sich erst nach 5 Wochen. Der nächste Fakt ist ein bisschen skurril und ja, ich möchte auch eure Meinung wissen. Schreibt mir darunter, was ihr davon haltet. Ich finde, irgendwie ist es schon möglich, irgendwie auch nicht. Und zwar ist es so, dass der menschliche Körper nach seinem Tod 21 Kilogramm Gewicht verliert. Manche behaupten, dass das die Seele ist und das ist ein Thema, wo ich echt gerne eure Meinung davon wissen würde. Schreibt es unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Wenn wir 31 Jahre alt werden, haben wir die 1.000.000. Sekunde erlebt. Menschen, die den Drang verspüren, jemanden in seiner Grammatik zu verbessern, leiden unter einer Krankheit namens Grammatik-Bendatrie-Syndrom. Hierbei handelt es sich um eine Zwangsstörung. Wie ihr sicher wisst, werden die Benzinpreise immer teurer. Das ist nicht überall so. In Saudi-Arabien ist Wasser teurer als Benzin. Die Farbe, die wir sehen, wenn es dunkel ist, ist nicht schwarz. Es handelt sich dabei um einen Grauton. Der Grauton heißt Eigengrau. Mindestens einmal am Tag bekämpft das Immunsystem eine Zelle, die eine potenzielle Krebszelle ist. Forscher haben herausgefunden, dass erstaunlicherweise wirklich Einhörner existiert haben. Und zwar haben die von 25.000 Jahren in der Region von Kasachstan gelebt. Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao!